Seit 2008 gibt es die Veranstaltung Kicken mit Herz. 2014 warst du, denke ich, das erste Mal dabei. Ja, was macht dieses Event so besonders, dass jedes Jahr so viele Ex-Profis, Schauspieler und weitere Stars hier am Start sind? Ja, erstmal der Grund, warum das Ganze überhaupt ausgerichtet wird. Ne? Ich habe es gerade schon zum Kollegen von euch gesagt, also wenn man so selber Vater einer gesunden Tochter ist, dann weiß man es überhaupt wertzuschätzen, wie viel so eine Gesundheit auch wert ist. Und wenn man dann als ehemaliger Profi hat man natürlich auch sich da engagiert und hat schon mal die eine oder andere Abteilung, auch gerade Kinderabteilung im UKE auch mal besucht, gerade zur Weihnachtszeit oder sowas, um denen da mal ein bisschen Gutes zu tun. Und ja, ist schon irgendwie bedrückend insofern. Oder wie viele Kinder überhaupt Probleme mit der Gesundheit haben, was die Familienangehörigen da durchmachen müssen, wie lange die überhaupt in so einem Krankenhaus aufhalten müssen. Und insofern, jeder weiß das von uns, wenn man im Krankenhaus ist, ist nicht die schönste Zeit des Lebens. Und insofern versuchen wir mit ein bisschen gute Laune und eigentlich das, was wir immer gemacht haben, einfach Fußballschuhe anziehen, ein paar Leute zu animieren, da auch wirklich zu spenden und hinzugehen, sich das anzugucken. Und dann einfach, dass gerade die Kinderherzabteilung im UKE dann auch ein bisschen die Rahmenbedingungen verbessert, dass man sich vielleicht doch ein bisschen lieber im Krankenhaus aufhält, als dass es jetzt der Fall wäre. Auf welches Wiedersehen freust du dich am meisten? Auch viele. Also gerade auch durch dieses Event hat man natürlich jetzt mittlerweile auch Verbindungen zu Leuten, die so gar nicht aus dem Fußball kommen. Also gerade so aus dem Schauspielmilieu oder aus dem Künstlerviertel, also gerade auch mit Revolverheld oder so bei dem Johannes Strate, mit dem man sich auch schon mal abseits des Platzes dann auch mal getroffen hat und ausgetauscht hat. Also ist es auch mal spannend, so wirklich den Blick so in andere Metiers zu finden und sich da auch mal auszutauschen. Aber in erster Linie freut man sich auch über Wegbegleiter von früher, also auch wenn man sich zum Beispiel mit Patrick Borger auch privat noch trifft, aber dann zusammen mit dem nochmal irgendwie die Fußballschuhe anzuziehen, ist dann doch ganz schön eigentlich. Kommen wir mal zu dir und deiner persönlichen Laufbahn. Du bist jetzt Co-Trainer beim SC Condor. Ja, der Start war 6 Spiele, 2 Punkte. Was ist da gerade los? Wieso läuft es noch nicht so richtig rund? Ja, suboptimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, war uns von vornherein klar, dass es auch eine schwierige Saison wird, weil einfach ein sehr allein schon quantitativ dünner Kader ist, also wenig Spieler zur Verfügung, haben jetzt auch noch unheimlich Pech mit Verletzungen tatsächlich, viele junge Spieler dabei, aber der Weg, den wir jetzt so beschritten haben, der ist eigentlich der richtige. Also wir sehen schon, wenn wir uns vergleichen, wie wir uns so die ersten Wochen angestellt haben und wo wir jetzt sind, auf welchem Niveau, sind wir durchaus zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Und mit ein bisschen mehr Spielglück, was ja auch immer dazu gehört, hätten wir sicherlich auch den einen oder anderen Punkt schon mehr ergaunern können, gerade jetzt auch am Wochenende gegen den Spitzenreiter aus Sasel. Aber das versuchen wir den Jungs auch immer wieder zu predigen, beharrlich bleiben, denn wer hart arbeitet, der wird auch irgendwann belohnt und dürfen jetzt bloß nicht den Glauben verlieren. Aber klar, so ein, zwei Fehler, die wir zu oft machen, wollen wir natürlich gerne abstellen und dann kommen die Punkte von ganz allein. Was macht ihr jetzt, um da unten rauszukommen? Nichts Besonderes jetzt, also wir gehen jetzt nicht irgendwie in Hochseilgarten und versuchen irgendwas Wildes zu machen und irgendwie so eine Teambuilding-Maßnahme, die beste Teambuilding-Maßnahme ist immer noch der sportliche Erfolg, ist so. Und da versuchen wir jetzt einfach, es jede Woche wieder aufs Neue zu probieren und jetzt haben wir ein ganz, ganz entscheidendes und auch schweres Auswärtsspiel bei Buchholz und wollen da natürlich wieder versuchen, auch mit einem sehr dezimierten Kader, weil uns am Wochenende jetzt auch wieder 2 Spieler weggebrochen sind mit langwierigen Verletzungen. Aber auch das ist gerade die Chance für uns, dann auch enger zusammenzurücken und so eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität zu entwickeln und einfach wieder aufs Neue versuchen und an unseren Inhalten, die wir von vornherein schon vorgegeben haben, weiterzuarbeiten. Und wie gesagt, dann sind wir fest davon überzeugt, dass die Punkte von ganz alleine kommen. Hauptberuflich hast du ja mit Fußball recht wenig zu tun. Du bist ja als Oberkommissar für die Hamburger Polizei tätig. Willst du diesen Job langfristig behalten oder strebst du dann doch eher eine Trainerkarriere im Profibereich an? Nee, also mein Leben war ja immer so ausgelegt, dass ich eher so auf Nummer sicher gegangen bin und da die Polizei auch nie aufgegeben habe. Also selbst als ich in der ersten Liga gespielt habe, war ich ja immer noch bei der Polizei tatsächlich im Büro jeden Tag und deswegen musste schon sehr viel kommen, dass ich den Job an den Nagel hänge. Ich glaube, wenn es wirklich die Chance geben würde, im Profibereich irgendwie was anzufangen, dann würde man sich das wahrscheinlich sehr stark überlegen. Also wenn Bayern München um die Ecke kommt und fragt, du hast nicht Lust, der Nico hat keine Lust mehr, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, dafür würde ich den Polizeijob wohl auch mal ruhen lassen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, gerade mit meinem Leben, so wie es läuft. Ist ja auch immer
die Frage, wie weit das mit der halbwegs vernünftigen Freizeitgestaltung, Familiengestaltung alles noch so kompatibel ist. Und momentan ist es das alles. Und deswegen, wenn man zufrieden ist im Leben, warum soll man was anderes machen? Was wäre, wenn der HSV mit einem Mega-Vertragsangebot ankommen würde als Trainer? Könnte ich nicht annehmen. Könntest du nicht annehmen. Okay. Ja, ich spreche den HSV an, weil am 30. September ist es ja wieder soweit. Es geht zum Stadtderby. Du hast selber getroffen mal zum 1-0 im Millantor-Stadion. Was war das für ein Gefühl? So genau weiß ich das gar nicht. Also damals, richtig vielen tut man da eigentlich nichts. Ich weiß nur, dass es eine der lautesten Momente im Millantor waren, die ich jemals erlebt habe. Also, weil das war natürlich schon was Besonderes. Gerade auch das Hinspiel, das erste Mal so ein Derby tatsächlich auch im eigenen Stadion zu spielen. Früher musste man ja immer ausziehen in den Volkspark, um die Derbys zu spielen aus Sicherheitsgründen. Und dann war das schon was Besonderes, hat man auch gemerkt. Das Spiel an sich war eine absolute Katastrophe, um es mal vorsichtig auszudrücken. War wenige Highlights, aber mit dem Tor sind da alle Dämme gebrochen. Und das war wirklich eine Explosion, die da auf den Rängen stattfand. Und würde mir wünschen, wenn es jetzt irgendwann wieder mal so laut wird. Also vielleicht dann auch wieder im Volkspark. Aber wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das irgendwie wieder reichen würde für die Braun-Weißen. Aber ich weiß auch, in so einem Spiel kann alles passieren. Also da kann man auch keine Prognosen abgeben, wer da gewinnt, sondern das ist einfach sehr viel Tagesform auch und sehr viel Glück auch dabei, wenn man sieht, wie wir den Derby-Sieg damals geholt haben. Ich glaube, da hatte der HSV nachher, keine Ahnung, 100-2 Torchancen. Aber das brauchst du halt. Da fragt dann auch am nächsten Tag keiner mehr nach, wie das Spiel war, sondern das Ergebnis steht. Und jetzt hat der HSV hier die große Chance, das wieder zurechtzurücken. Was machst du denn dieses Jahr beim Derby? Ehrlich gesagt habe ich noch keinen Plan. Muss erst mal gucken, wie der Spielplan von Condor aussieht. Aber also im Stadion werde ich nicht sein. Aber werden wir es wahrscheinlich dann im Fernsehen irgendwo anschauen. Und das Schöne ist, man kann das ganz entspannt dann gucken. Ich finde nach wie vor, dass die falsche Liga ist fürs Derby. Also in der ersten Liga wäre es sicherlich eine Ecke schöner gewesen. Und wie gesagt, aus meiner beruflichen Warte hoffe ich natürlich, dass auch rundherum ums Derby alles ruhig bleibt und die Fans dann auch auf irgendwelche großartigen Krawallaktionen irgendwie verzichten, sondern dass es einfach in sportlicher Hinsicht da einen Austausch gibt und dann, wie es so platt heißt, der Bessere soll gewinnen an dem Tag. Im halben Jahr sieht man sich ja eh wieder. So, letzte Frage hast du mir gerade eben schon fast vorweggenommen. Du meinst, kann man nicht richtig sagen, wie es ausgeht. Wenn du dich entscheiden müsstest, wie geht das Spiel aus, was tippst du? Ich war mal live bei einem Derby, es ging 4-3 für den HSV aus. Da war richtig Alarm in der Hütte und vielleicht mal andersrum. Also vielleicht schafft es St. Pauli ja wieder einen Derby-Sieg zu holen und dann noch im Volkspark. Wäre natürlich eine schöne Sache. Und damit alle was davon haben, vielleicht so ein 4-3 oder 5-3, wenn wir gerade schon das Ergebnis des letzten Wochenendes nehmen. 5-3 im Volkspark, das wäre eine schöne Sache. Alles klar, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.